Hallo ihr Lieben, bei uns ist es momentan ziemlich warm, obwohl es die letzten Tage eher bewölkt war und auch geregnet hat. Aber jetzt mit dem Wochenende haben wir richtig Glück mit dem Wetter. Gestern war ich mit Miuna schon draußen spielen, aber ich konnte leider nicht lange mit ihr draußen bleiben, weil mir die Hitze doch ganz schön zu schaffen macht. Und mein Mann war leider den ganzen Tag beim Sport, deswegen konnte er das nicht übernehmen. Aber heute habe ich mir gedacht, wir holen mal das Planschbecken aus dem Schrank und bauen es draußen im Garten auf. Und dann werden wir dann jetzt einfach ein bisschen im Wasser planschen. Wir lassen jetzt gerade das Wasser ins Planschbecken. Wird auf jeden Fall noch eine Weile dauern. どう? おかしいね。水だね。Ja, du weißt noch nicht so wirklich, was du davon halten sollst. Hm? Ja, Papa, wo hast du denn rein? Müdi. Das ist die Rutsche. Ja, die Rutsche. Macht jetzt doch Spaß, hm? Schaffst du es? Soll ich dir helfen? So. Und? Hältst du die Hand? Oh, nee. So, ne. Opa, das ist eine Opa. So dann. Ja, das ist eine Opa. Circle. Jetzt kommt H. H.
K. L. Ja. M. Richtig. N. Richtig. Magst du es halten? O. Richtig. Ja, da fahren Autos vorbei, ne? Kann ich dir helfen? So. So kommt es zusammen. Bitteschön. Toll machst du das. Tief. Sehr gut machst du das. Vielleicht andersrum, hm? Ich glaube, das passt so rum nicht. Nicht so andersrum, so andersrum. Nein. You know it. So. Kannst du es mal so? Ja. Das müsste passen. Ja. Das ist das W. Das ist das M. Sehr gut. Es ist so schwül in den letzten Tagen. So langsam fängt jetzt hier die Regenzeit an. Kühler wird es dadurch nicht unbedingt, aber da müssen wir jetzt durch. Das hier ist übrigens mein neues Lieblingskissen. Das habe ich mir vor kurzem erst gegönnt.
Man kann das so auseinanderklappen und dann, wenn ich drauf sitze zum Beispiel, dann stabilisiert das mein Becken viel besser. Und auch wenn ich nachts halt so in der Mitte von dem Kissen liege, hat das genau die richtige Höhe, um meinen Bauch abzustützen, dass der nicht so schwer da hängt. Und dann, ja, es ist viel, viel angenehmer zu schlafen. Und das geht alles nicht so in meinen Rücken. Oh mein Gott, ja, endlich, die vierte Staffel ist online. Juhu, die wollte ich schon die ganze Zeit gucken. Endlich. Also ich weiß schon, was ich heute Abend schauen werde, wenn Miuna schläft. Mama, Mama, weh. Mama, Papa, Papa, where are you? Hey, hey, oh, Tutti. Mama, Papa, baby, baby, where are you? Hey, hey, oh, Tutti. Ich hatte jetzt auch wieder einen weiteren Arzttermin und wollte euch gerne davon erzählen. Immer wenn ich im Krankenhaus bin, muss ich mich selbstständig wiegen und Blutdruck messen. Und mir kam da mein Blutdruck schon sehr merkwürdig vor, weil der ziemlich niedrig war. Also der ist bei mir normalerweise höher, die ganze Schwangerschaft über. Natürlich nicht zu hoch, aber definitiv höher als bei der letzten Messung. Und ich bekomme ja jetzt auch vorher immer Blut abgenommen, weil das letzte Mal ja bei mir ein Eisenmangel festgestellt wurde. Und den müssen wir wieder in den Griff bekommen. Deswegen ist mir auch jetzt wieder Blut abgenommen worden. Als ich dann zur Ärztin rein konnte, habe ich auch direkt erfahren, dass meine Werte immer noch nicht gut sind. Also sie haben sich nicht gebessert, die sind extrem schlecht. Also mein Eisengehalt im Blut ist sehr, sehr niedrig und das resultiert in Blutarmut. Das heißt, ich habe nicht genug Blut im Körper und die Ärztin wollte mir halt eigentlich gerne Blut abnehmen. Sollte es bei der Geburt also zu großem Blutverlust kommen oder zu größerem Blutverlust, hätten wir dann eben meine eigenen Reserven dort. Ich habe nämlich eine relativ seltene Blutgruppe hier in Japan, die ist nicht so weit verbreitet. Wenn ich aber natürlich nicht genug Blut in meinem Körper habe, kann man mir natürlich kein Blut abnehmen. Zumindest nicht in den Mengen, in denen es nötig wäre. Deswegen ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir meinen Eisenmangel in den Griff bekommen. Ich nehme zwar schon seit 2 Wochen Tabletten, aber mein Blut nimmt das irgendwie nicht richtig auf. Oder mein Körper generell nimmt das irgendwie nicht richtig auf. Ich soll jetzt zusätzlich noch meine Vitamin-C-Aufnahme erhöhen. Ich nehme natürlich die ganze Zeit schon Vitamin C zu mir, aber scheinbar ist es nicht genug, um das Eisen in mein Blut zu bekommen und damit mein Körper dann mehr Blut produziert. Deswegen nehme ich dafür jetzt zusätzlich noch was und hoffe, dass es dann in 2 Wochen besser aussieht. Das ist im Prinzip momentan das einzige Problem, was sich aufgetan hat. Den Babys geht es beiden gut. Die sind ordentlich gewachsen und haben auch ordentlich zugenommen. Baby A wiegt jetzt schon 1400 Gramm und Baby B wiegt 1300 Gramm. Also sie unterscheiden sich in nicht viel und das ist auch vollkommen in Ordnung so. Da gibt es nichts dran auszusetzen. Die sind für die Woche optimal entwickelt. Also ich bin jetzt in der 30. Schwangerschaftswoche. Deswegen gehe ich davon aus, dass sie auch weiterhin gut zunehmen werden. Es geht jetzt eben nur darum, mein Eisenlevel im Blut wieder auf einen normalen Stand zu bekommen. Ich habe deshalb beim letzten Arztbesuch auch eine Eiseninfusion bekommen, in der Hoffnung, dass das irgendwie meine Blutproduktion wieder anregt, weil das kommt ja dann direkt in den Blutkreislauf. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das in 2 Wochen jetzt aussieht, ob sich da wirklich was getan hat. Es wäre schön, also die Tabletten nehme ich weiterhin. Wie gesagt, zusätzlich noch Vitamin C. Sollte das wirklich immer noch nichts bringen, dann bekomme ich in 2 Wochen nochmal ein anderes Eisenpräparat. Meine Ärztin würde es dann gerne halt damit nochmal versuchen. Aber es wäre ihr halt sehr, sehr wichtig, dass man mir Blut abnehmen kann, bevor es dann zur Geburt kommt. Ansonsten geht es mir aber gut. Also ich fühle mich jetzt nicht kränklich oder irgendwie besonders schlapp oder so. Für mich fühlt sich alles normal an. Ich hatte in der letzten Schwangerschaft auch keine Probleme damit. Da waren meine Eisenwerte immer in Ordnung gewesen. Mein Blutdruck war generell aber auch höher gewesen. Natürlich auch nicht bedenklich, aber eben höher und für mich halt normal. Zumindest innerhalb der Schwangerschaft. Deswegen ist das für mich jetzt ziemlich neu und naja, ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Ich muss jetzt eben erst einfach mal den nächsten Arzttermin abwarten. Das Video war jetzt auch nicht an einem Tag gefilmt, sondern eben an mehreren Tagen. Also es sind Ausschnitte aus mehreren Tagen. Ich hoffe, das ist zwischendurch auch mal in Ordnung, weil momentan passiert einfach nichts so Besonderes einen Tag über, dass es sich lohnen würde, den ganzen Tag zu filmen. Deswegen dachte ich mir, ich schneide einfach ein paar Aufnahmen von mehreren Tagen zusammen. Ich hoffe also, das Video hat euch auch so gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bye, bye!